Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist euer Tobi. Und der Henrik natürlich, wie bei jeder TH-Hunters-Folge. Ja, denn heute gibt es wieder eine Folge von... einer sonnigen TH-Hunters-Folge, wie gesagt. Heute gibt es eine Folge von einer sonnigen Folge TH-Hunters. Bei mir regnet es erstens und zweitens ist dieser Satz grammatisch komplett gefickt. Okay, erstens, bei mir ist beständig, ich gebe zu und jetzt kommt gerade die Sonne raus. Ja, und ist mir scheißegal. Das würde ich so nicht sagen. Ja, was gibt's hier? Black Ops, ME3 ist scheiße, ME2 zum Teil auch. Und deswegen, ja, Henrik mag Black Ops, ich mag Black Ops. Und ja, was ihr gerade vor dem Video gesehen habt, war ein Miniclip, da hat Henrik seinen unglaublichen Skill rausgehauen. Also sowas hat bestimmt noch kein Mensch auf dieser Welt zuvor geschafft. Das ist unglaublich, meine Damen und Herren. Das war ein absolutes Must-See. Das stimmt. Gut. Herrschaft? Fragezeichen? Schließe ich mich an. Das hat jetzt aber ein paar Folgen gefehlt, ne? Ja, das stimmt, ja. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht irgendwo reinjoinen, weil das ist für ein Live-Commentary immer ein bisschen problematisch. Warum votest du für Zufall? Du weißt genau, dass wir jetzt zu zweit eh in die Lobby kommen. Und dieser Vote jetzt bringt dir nichts. Der bringt dir gar nichts. Überhaupt nichts. Und dieses Aufregen bringt dir auch nichts. Das ist unnötig. Ach man. Ciao. Ach nee, jetzt kommen die auch noch rein. Ciao. Wie gesagt, unnötig. Nein, nicht Nuketown. Geht weg. Nein, auf keinen Fall. Auf keine... Puh, Abschuss der Enden. Napalm. Alter, Börser. Was nehme ich noch mit? Donnergrollen. Napalm, Mörser, Donnergrollen. Aber ich habe keine Klasse. Puh! Das ist jetzt unfair. Oder, Henrik? Ja, total, Mann. Total, ja. Nee, komm, jetzt hau mal einen Pop-Skill raus. Das, auf Nuketown. Ja gut, das stirbt man eh, wenn man eine Granate wirft, immer. Aber also auf Nuketown kannst du gar nichts erreichen. Also. Naja, okay, ein Starter mit Granate schon drin. Muss aber auch der erste sein. Was, mit was spiele ich denn jetzt hier? Spiel mal mit AK. So. Könntet ihr mal die Fresse halten aus unserem Team? Nur der Henrik da. Oh, wenn ich die Verbindung schon wieder sehe, ne? Ah, oh, herrlich, da. So, oh, kein Starter. Ich auch. Wir haben A verloren. Sind die denn? Ich glaube, ich muss mal eben an meiner Seite. Ich gammeln alle da hinten. Fünf. Die wollen wir nicht. Wo hinten? Ach so, oh, okay, okay. Die werden weggeholt. Kenn ich nichts. So, number one. Und schon zweite Chance, dann der erste. Und hier kriegen wir ein wunderschönes Treff da. Von mir. Du warst das? Du warst das? Das glaube ich doch jetzt nicht. Alter, die werfen mich mit Gas ab. Wie frech ist das denn? Einfach durchgeromst und der nächste Assist. Sag mal, was geht denn jetzt hier? Spawnen die noch hier? Oh, ja, Alter. Über uns. Und von... jetzt kommen sie von unten, oder? Wo sind sie? Hier drüben. Jetzt sind sie wieder da hinten, ne? Alter, was ist da los? Was ist das für ein Spawn-System? Das ist Nuketown. Das ist kein Spawn-System. Oh. Nuketown hat kein Spawn-System. Bilde dir das nicht ein. Oh Mist. Oh Mist. Ich glaube, jetzt ist gerade ein bisschen... wow. Boah. Sollte mal gucken. Die sind da oben, ne? Ja. Gucken wir mal. Oh, jetzt sind sie. So, da war eine AFK und jetzt gucke ich mal. Nein! Nein, ich stehe gerade oben auf dem Balkon und die spawnen alle vor mir. Ich muss jetzt eigentlich nur rechts runter springen, würde zwar von innen getötet werden, aber könnte bestimmt zwei, drei mitnehmen. Das finde ich jetzt doof. Das finde ich auch doof. Naja. Ach, man muss mit leben. Man muss es hinnehmen, ne? Man kann es nicht ändern. Oh, ich kacke gerade übel ab. You are not alone. Ich musste mal hier unten den noch. Nein! Der Snai, du minderwertiges, arschgeborenes Miststück. Eisekalt. Erkennt er nichts, der Junge. Ach man, das war jetzt unkoral. Richtig unkoral. Hier, wie sie alle zweite Chance drin haben, ne? Das kann ich nicht gut heißen. Hinter dir ist eine gelaufen. Mit Ballistic Knife. Ich hab dich gerettet. Ey, was geht ab? Die würden da und da respawnen, dann ist man plötzlich tot. Hallo, das ist kein Spawn-System. Merk es dir.
Jetzt bauen sie wieder auf der anderen Seite. Das ist irgendwie voll komisch, das ist irgendein Hack, werde ich wieder. Das ist vielleicht irgendein Hack. Ein Spawn-Hack. Auf die Idee kommt. Ja, nur wenn A frei ist, dann müssen die doch alle bei A spawnen. Ja, ganz ehrlich. Eigentlich. Und nicht plötzlich wieder auf C. Ja, eigentlich, eigentlich ist ja alles anders, ne? Ich glaube, ich muss hier weg. Hä, wo WTF? Ach, der stand die ganze Zeit hinter mir. Guckt euch das an, Alter. Der Typ hat's ja richtig drauf. So. Bei Asborn Sala? Würde ich sagen. Kennen wir nichts. Da kenne ich nichts. Jetzt hätte ich fast Blackbird gehabt. Du, Blackbird? Ja. Ich weiß ja, nicht. Brauchst gar nicht so verwunderlich schauen, ja? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt den Napalm ganz doof gehauen, glaube ich. Alter, ich knife hier rum wie ein Gott. Boah, fuck. Wir sollten jetzt mal bitte alle dort drüben. Ja, und ich hab Vorrede. Ah, gut. Nein, der hat mich jetzt nicht durch die Wand erledigt. Das ist jetzt... Oh Gott. Wie doof bin ich eigentlich, auch dass ich den Napalm so dumm setze, ey. Ey, jetzt klaut er meine Vorräte, der Pisser. Ja, auf Nukedown Vorräte ist schwierig zu verteidigen, sag ich mal. Wow! Ey, guckt euch das an! Herrlich, herrlich! AKU-Power. FTV. Aha. Da war ja diese Standardgranate Cross-Map. So, der da oben. Du hast Meldepause. Ich glaube, ich spring jetzt mal hier auf den Balkon. Ich bin jetzt mal ganz frech. Nein, oh, da kommt er vom Bett gesprungen. Herrlich. Die stehen da oben zu dritt oder zu viert drin. Verbündetes Spionageflugzeug unterwegs. Muss das machen? Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Man kann hier, also kann der jetzt mal da rumkommen? Ach, den hast du. Sehr schön, Henrik. Klasse machst du das. Ey, Nuketown, das ist echt... schwierig zu spielen. Ja, das kannst du laut sagen. Es ist schwierig zu spielen! Hey, das sind nur noch Geballere. Eben. Keine Ordnung mehr. Deswegen streamen die das ja alle. Weil das für die Noob optimal ist. Du brauchst einfach nur irgendwo hin ballern, ohne Plan zu haben, was du überhaupt machst. Mehr ist das nicht. Deswegen werde ich auch, glaube ich, gleich mal die MP5 rausholen. Machen wir das einfach mal. So. Wer da drin kann ich sein? Hier links dürfte jetzt... Ah, der Stell... Heißt ja, auch mal eine Chance. Das Spawn-System. Ich glaube, das habe ich gar keine Klasse. Verdammt. Oh. Spawn im... Nee, ich nehme Galil. Alter, ich krieg grad richtig aufs Maul. Alter, ich spawn. Lauf los. Und wer von vier Leuten erwartet. Keine Chance. Ich kack grad so ins Essen. Der kommt hier mit Geist. Weg. Stirb. Ja. Oh, Granate. Da kannst du einfach mal ganz schnell eine Granate cross the map werfen und triffst eine. Achtung, feindliche Vorräte. Feindliches Spionageflugzeug oh. im Anflug. Wow, hinter mir war noch einer. Oh, und da spawnt er da. Hätte er da jetzt nicht seinen Spawnpunkt gehabt, wäre er tot gewesen. Der vor mir. Oh, er feindlich er seinen 70 Vorräten hat er dir rausgeholt. Oh, jetzt kommen wir mit Raketenwerfen. So, ich hab einen. Hast du Konter dabei? Nee. Okay. Ich spiel mit, lol. Das ist natürlich für mich jetzt eine Ehre, mit dem Tobi mal wieder Black Ops zu spielen, ganz ehrlich. Ja, ja. Ja, ich bin aber auch so schwer beschäftigt, das kann man gar nicht glauben. Aber ich finde gerade, das ist eine anstrengende Runde. Also ist gerade sehr nervenzerrend. Was liegt er denn da bitte rum? Und das spawnt er hinter mir. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen das jetzt aber hier vielleicht nicht unbedingt verlieren, ne? Ja, ne, ich hoffe es auch nicht, aber...
Oh ja, stimmt. Einnehmen ist schwierig. Noch haben wir ein bisschen Vorsprung, aber wenn wir gewinnen wollen, sollten wir noch mindestens einen Punkt einnehmen. Was habe ich denn noch für Klassen? Ah, okay. Packen wir die mal aus. Was ist da los? Anstrengend ist es, anstrengend. Schon. Aber es ist halt ein bisschen, ne? Also Nuketown ist halt was anderes. Da kann man es dann Skill nicht unter Beweis stellen. Na doch, wenn man eine AKU hat, dann hat man doch Skill. Ja, okay, da hast du recht. Boah. Hier links. Kommt er jetzt. Boah. Hat er mich gestunt, ey. Jetzt fangen die hier in Black Ops. Seitdem es MW3 gibt, fangen sie jetzt hier in Black Ops auch an. Einfach nur Stun Grenades im Mund zu werfen, ey. Ey, was ist da los? Ich komm grad richtig aufs Maul. Ich hau jetzt mal alle Klassen raus, die ich so habe. Irgendwo einer pfeift da. Ja, ja, einer aus dem sogar? Nee, ist der Blackbird. Die gammeln an ihrem eigenen Spawn mit Geist. Ja, schon. Was soll das? Staus mit dabei, was? Ey, was ist da los? Die kotzen mich an, das soll mir im Maul halten. Alter, wer von denen... Ja, guck doch mal den ihre Scores an. Spawn und dann krieg ich so einen Kopf. Alter. Aber alle AKU, ne? Alle AKU. Und dann hier er mit auch. Ja, ja, ja. Richtig Stil. Einfach rumspringen und no-scopen. Cross the map. Aber wir gewinnen wenigstens. Da ist mir das jetzt scheißegal. Hauptsache gewinnen wir jetzt. Boah, mein Aiming. Ach du großer Gott. Ach du großer Gott. Ist das traurig. Ist das traurig, meine Aiming. Ich hab Angst. Wie kann man nur so schlecht sein? Wie können nur alle da hinten spawnen? So, jetzt bin ich wieder AK. Lol, Alter. Ist doch zum Kotzen. Wie läuft's bei dir? Nicht gerade gut. Ich sicher gerade Alpha. Ist der Sieg ein bisschen... Alter. Wow. Hier mit der AKU. Guckt euch das mal an. Geist... Und dann einfach irgendwo, er hat gar keinen Plan, was er da macht, der Junge. So, pass auf, gleich geht's hier feindlich SR-71. Hauptsache, wir gewinnen, ey. Bitte. Das haben wir, glaube ich, eingetötet. So. Ja, genau. Die Spawn ist bei 10. Und jetzt haben wir es gewonnen. Das Ding. Jawohl. Alter, war das anstrengend, ey. Ja, das kann's los sein. Es war immer noch anstrengend! Boah. 53-30, der Typ, der spielt ja mit AKU, ne? Oh mein Gott. So. Ja, 13,5 Minuten sinnloses Zeug. Wie immer. Wie ihr es halt von uns gewohnt seid. Erstmal aus der Lobby raus, ey. Bleh, pfui. So, gut. In dem Sinne soll es das eigentlich gewesen sein. Die 11. TH Hunters Folge. Und ja, wir freuen uns über jeden Aufruf, über jeden Kommentar, über jeden Like. Und in dem Sinne soll es das von mir gewesen sein. Henry bekommt das Schlusswort und ich bin raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war endlich mal wieder die erste Black Ops TH Hunters Folge an einem beständigen Tag. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ja, bis dann hin. Ciao.